In den Zeiten vor Rom, unter dem Lenzmond, währenddem die Jahreszeiten neu geordnet werden, bestellte Mars seine Felder für den Frühling. Sein Heim stand nicht zufriedenstellend auf dem Land. Der Boden war hart und abweisend. Nach langen Stunden nutzloser Schufterei fand er kleine Erdhügel, gemacht von jemandem, der auf seinem Land grub. Also setzte sich der Lentin Ploagari auf einen Baum in der Hoffnung, den Übeltäter zu erwischen. Darauf vergingen viele Tage und Nächte, ohne zu schlafen oder zu trinken, bis er jemanden auf seinem Grundstück fand. Dies war ein Virisil namens Braca, welcher mehrere kleine Löcher gegraben und in ihnen seltsame Zauber vergraben hatte, und er flüsterte uralte Worte über ihnen, welche die Ländereien öde und unfruchtbar machten. Als er das sah, hüpfte Mars vom Hembaum und stieß sein Schwert, Kusiam geheißen, in des Unholds Rücken. Aus Brakas Gestalt floss fort die Gesundheit des Landes und neue Weiden. Ebenso gebar Mars berühmte Kuh namens Nachtmagid drei starke Bullen. Es wird gesagt, dass Weland vom Lagirin sie zu erstehen wünschte. Eine, die Nehalenia geheißen wird, war dort mit ihrer Fähre. Mit Gold und Früchten bezahlte Mars sie für die Fahrt. Sie sagte dem Fingisgott, dass der Fluss dieser Tage sehr gefährlich war. Einem Rienwurm begegneten sie in einer bestimmten Enge. Ein Kampf erfolgte und die Schuppen der Bestie waren gegen seine Klinge immun. Nichts wollte sie verwunden. Die Ferianti Magad nahm darauf den jüngsten seiner Bullen, Swartblau geheißen, und opferte ihn dem Fluss, zusammen mit seiner Klinge. Darauf versenkte sie Kusiam im dunklen Abgrund. Die Wellenschlange, Weroldbrugger geheißen, geblendet vom Hunger, verschluckte Kusiam beim Versuch, Swartblau zu verschlingen. Die Klinge schnitt ihm die Kehle auf dem Weg nach unten auf, und der Wurm trieb nach oben wie eine Insel. Nehalenia stieß ihn mit dem Ruder hinab, so daß die Fähre hinüberfahren konnte, und sie schafften es sicher zu Welands Haus. Sein totes Fleisch, Bret Marisk geheißen, reicht nun vom Ostland bis zum Westland. Mars, welcher nun oft Fingso geheißen wird, kam zu Welands Haus und fand ihn im Bett vor, stöhnend vor Schmerzen. Er fragte den Schmied nach dem Grund für seine Qualen. Weland zeigte ihm seine gebrochenen Beine und dass seine Sehnen an den Füßen durchtrennt waren. Es heißt, dass ein König namens Nithurd aus einem fernen Land zu Weland gekommen sei und ihn bat, ihm ein Schwert wie kein anderes zu schmieden. Sollte es mit einem Hieb den Torso eines Bullen zerschneiden und danach noch immer scharf und sauber bleiben können, würde er ihm die Hälfte seines Königreichs geben und darüber hinaus seine Tochter. Weland hatte diesen Bedingungen zugestimmt und sich ans Werk gemacht. Nun nach einer Weile lieferte Weland wie versprochen und präsentierte dem König das Schwert, Durendal geheißen. Entsprechend den gestellten Bedingungen wurde ein Bulle hergebracht und der König zerteilte ihn in der Mitte mit nur einem Hieb. Die Klinge hatte keine Unvollkommenheiten davon behalten, und ein einziger Blutstropfen war alles, was auf dem Schwert zurückblieb. Weland war darüber sehr glücklich und bat, seine Braut zu sehen, sowie das Land, das er gewonnen hatte. Der König verfluchte Weland für den einen Blutstropfen auf der Klinge. Er befahl seinen Söhnen, ihn in einer Schmiede einzusperren, ihm die Fußsehnen durchzuschneiden und ihm die Beine zu brechen. Fortan sollte Weland auf ewig Dinge aus Gold für ihn herstellen. Dann kam einer, Frihals geheißen, der auf den Schmied traf und zog das anstößige Schwert aus dem Mantel und bot es ihm an. Von den Königssöhnen kam einer nach dem anderen zu Weland, um ihn zu schlagen, um von ihm goldene Kleinode zu erpressen. In einem Wutanfall nahm er Durendal und zerteilte sie in der Mitte mit nur einem Schlag.
Als der König endlich eintraf, zog er sich auf ihren Leichen hoch, so daß er, obwohl er nicht stehen konnte, noch immer größer war als der König, und er spaltete dem König das Haupt mit der Klinge, welche seine Söhne getötet hatte. Dann fertigte sich Weland ein paar goldener Schwanenflügel, luftig geheißen, und benutzte diese, um zurück nach Hause zu fliegen, wo Fingso ihn fand. Fingso war Frihals sehr dankbar für dessen Freundlichkeit und sehr stolz auf Welands Rache. Und daher bot er an, Frihals in Welands Namen zu bezahlen, da sein Freund unfähig war, sich zu bewegen. Als er Weland fragte, wo sich Frihals nun aufhalte, wurde ihm dies gesagt. Frihals war fern und weit gefahren. Da war ein Volk auf der Westseite des Rheins, das er besuchte. Sie waren erobert und unterworfen worden von ihren Rivalen, welche sehr ungerechte Herrscher waren. Und so bewaffnete Frihals die jungen Männer, auch die Frauen und Kinder, und gab ihnen Steine, um ihre Ketten zu brechen. Mit seinem Heer war er in der Lage, einen erstaunlichen Sieg zu erringen, und nun verbringt er den Sommer mit diesem Stamm und den Winter mit anderen. Sie alle sagen, dass er ihr Befreier ist, der sie zu Ehre und Sieg führte und die Sklaven vieler Nationen zu freien Menschen machte. Weland sah, dass Fingso zwei Kälber zum Verkaufen dabei hatte, und so zahlte Weland dafür und ein bisschen obendrauf für den Dienst, dass Fingso sie zum Frimanohero bringe, auf die Westseite des Rheins. Dies tat der Fingisgoat, und Frihals bot ihm viel Wein dafür als Entgelt. Mir wurde gesagt, dass schließlich ein Festessen stattfand, und die Geschichte von Welands Notlage wurde später auf ewig in den Hallen von Göttern und Menschen gleichermaßen erzählt.